Entfernen Sie grobe Verschmutzung vor der Desinfektion der Fläche. Bei einer Kontamination mit organischem Material, wie beispielsweise Blut, entfernen Sie dies mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tuch. Beachten Sie bei der Vorbereitung von Medikamenten das Vier-Augen-Prinzip, sodass durch die unabhängige Prüfung durch eine zweite Person Medikationsfehler reduziert werden können und die Patientensicherheit erhöht wird. Zudem muss auch das Verfallsdatum des Medikamentes geprüft werden. Öffnen Sie die Verpackung aller Materialien, indem Sie diese an der Stempelseite auseinanderziehen und legen Sie diese in der geöffneten Verpackung ab. Das Verpackungsmaterial darf aus hygienischen Gründen nicht durchbrochen werden. Zum Schutz vor Schnittverletzungen sollten Sie einen Tupfer um den Ampullenhals legen und entgegen der Markierung der Sollbruchstelle von Ihnen weg diese aufbrechen. Ziehen Sie die Lösung durch Aspiration auf. Ziehen Sie dabei auch etwas Luft mit auf, damit keine Flüssigkeit in der Aufziehkanüle verbleibt. Danach halten Sie die Spritze mit dem Konus nach oben und klopfen sanft gegen den Zylinder, um Luftblasen nach oben steigen zu lassen. Drücken Sie den Kolben vorsichtig nach oben, bis der Konus mit Flüssigkeit gefüllt ist. Somit wird eine korrekte Dosierung gewährleistet. Achten Sie beim Kleben des Etiketts darauf, dass die Skalierung der Spritze gut sichtbar bleibt. So können Sie bei der Gabe des Medikaments die Dosierung besser bestimmen.